Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, das schwere MG, macht das wirklich Sinn oder ist das eher Unsinn? Ich habe dazu mal, oder wir nehmen mal da zu Rate, unseren letzten Angriff. Der letzte Angriff, den wir hier gekriegt haben, der war absolut easy. Hat uns vor keinerlei Schwierigkeiten gestellt. Und ja, deswegen nehmen wir den mal jetzt und ziehen den zu Rate. Wir gucken hier mal kurz an die Waffenbank. Hier ist es. Okay. So, nun gucken wir mal ganz schnell auf den Preis. Das sind 4 fortgeschrittene Teile und 8 Stahlbahnen. Die Waffenteile ist vom Arsch und die Metallschrott auch. Aber die Stahlbahn und die fortgeschrittenen Teile. Wie bei vielen Sachen sage ich ja immer, das ist Luxus. Und das kannst du machen, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst. Ja, ich könnte jetzt mir auch noch hier 4 MGs hinstellen oder 5, 6, wie ist der Geier was. Ich habe aber gemerkt, dass das nicht immer... Oder sagen wir mal so, für meine Verhältnisse, ich musste nicht überall zu stehen haben. Warte. Nee, Hammer doch. Deswegen habe ich wieder mitgenommen, ich wusste nicht wie. 7. Ryparinski? Nö. 8. Einpacken? Ja. So. Ich nehme mir mal das Ding, pack das in die Kiste und hol es bei Bedarf dann raus. Hier sehen wir auch gleich nochmal, wir haben noch 49 Mumpeln. Das waren mal 300. Okay. Ich zeige euch jetzt mal, wo der Rest geblieben ist. Hurra, es geht wieder los. Werf doch mal einen Blick, wo die angreifen, ja? Ich meine, ich will nicht behaupten, dass es mir unangenehm ist, wenn die da angreifen. Das empfinde ich als absolut entspannt, ja? Der entspannteste Angriff ever. Nur ein bisschen dumm, dass ich wieder keine Kampfmusik habe. Und somit nicht weiß, ob das vorbei ist oder nicht. Aber
Ah, ich denk mal schon, wa? Aber kick der Mann aus, ist so teuer. Also mit der Flinte, das ist schon ganz schön kräftig, du. Das ist ja doch noch einer. Noch einer. So sang- und klanglos, ja? Aber da kann man dann natürlich auch mal sehen. Bei den Massen, die da kommen, oder kann man sich ausrechnen, was passiert, wenn wir die Schwierigkeit höher stellen, wa? Was habe ich denn hier jetzt fallen lassen? Fernglas wollten wir nicht. Antibiotika nehme ich, ja? Ja. Aber wie gesagt, unterm Strich war das eben so was von entspannt. Weil sie nur auch genau die Stelle getroffen haben, die ich als letzte, und das zeigt das wieder, die greifen immer da an, wo du zuletzt gebaut hast. Da seht ihr, da sind die Mumpeln hin. Ja, der Angriff war sehr entspannt. Natürlich hatte ich auch das super Glück. Die sind genau hier auf die Ecke gekommen und haben sich hier oben schön hingestellt. Da sehe ich gerade, dass da eine Lampe fehlt irgendwie. Also haben sich hier drüben drapiert. War okay. Ich habe nicht einen einzigen Schuss abgekriegt. Und ja, in kurzer Zeit waren die alle weg, wie ihr gesehen habt. Also das war schon gut. Aber jetzt die Frage, ist das schwere Maschinengewehr? Macht das Sinn oder ist das Unsinn? Ich finde, die Frage muss jeder für sich beantworten. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das gibt Situationen, da ist es bestimmt angebracht. Und je nachdem, wie weit ihr im Spiel vorangeschritten seid, also sprich, wie viel Material habt ihr, könnt ihr hier noch Munition basteln oder stellt euch das vor Schwierigkeiten, kann man das durchaus machen. Aber eben immer die Sache, habt ihr hier noch? Und wenn nicht, dann die Frage, ist es jetzt gerade wichtig? Oder kann ich das erst später bauen? Oder? Also, ja, wie gesagt, es soll jeder für sich entscheiden. Es gibt da bestimmt kein falsch oder richtig. Macht das einfach so, wie ihr das denkt. So, naja, jetzt haben wir ja schon wieder gut. Also wie ihr seht, uns stellt das hier nicht mehr vor große Probleme. Aber ich bin hier auch bei Tag 197. Und da sollte man dann wirklich schon alles haben. Okay, Freunde. Ich lasse euch mal mit dieser Frage zurück. Und geht mal in euch und überlegt, tja, ist es wichtig? Wann ist es wichtig? Alles klar. Sollte nur ein kleiner Denkanstoß sein.
Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin sagt tschö mit Ö, euer Onkel Nupsi.